Hallo, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Gesund und Fit in Alanya. Ich bin Peter. Heute nochmal ein kurzes Video über unseren Rundgang gestern über die Öko-Bananenplantage. Ich hatte ja ganz am Anfang erwähnt, dass wir da schon etwas länger mal angefragt hatten. Da hat es aber einfach nicht gepasst. Jetzt hat man sich gestern ganz spontan gesehen und er sagte, ja, wenn ihr wollt, würde gerade passen. Gehen wir einfach rüber. Er wird uns das kurz erklären, wie das alles ist, so vom Ablauf, was man da alles so für Arbeitsschritte hat. Und dann auch nochmal kurz erklären, wie das ist über die, ja, Überschlagung quasi von den Temperaturen her, dass den Bananen im Winter nichts passiert. Wenn es dann runter geht, mal so Richtung 5 Grad. Oder noch weniger Richtung 0 Grad, weil da würden die Bananen dementsprechend einen Schaden nehmen. Und wir hatten ja schon mal ein bisschen darüber kommuniziert. Und ich hatte ja gesagt am Anfang vom Video, das geht so über die Erdwärme. Aber wo wir jetzt das Ganze nochmal durchgegangen sind, geht zwar schon über Erdwärme, aber das geht über quasi das Grundwasser, das einfach eine passende Temperatur hat. Das wird da einfach nach oben gepumpt und wird dann quasi zur Bewässerung genommen. Der Temperaturunterschied, der dann da ist von den 3, 4, 5 Grad in der Nacht, wo es runtergeht, das reicht dann definitiv aus, dass die Bananen keinen Schaden davon nehmen durch die Kälte. Sensationell eigentlich, ja, wieder die Natur genutzt, um optimale, super geniale Lebensmittel zu produzieren. Wie gesagt, das Wasser wird nach oben gepumpt, hat ungefähr 16 Grad, wird dann verteilt um die Bananen und durch die Verdunstung von dem Wasser, die reicht definitiv aus, dass die Temperaturen so 3, 4, 5 Grad nach oben sich bewegen und quasi die Bananen schützen vor dem Frost. Geniale Geschichte, aber wie gesagt, die Natur hat immer die effektivsten Methoden. Wegen dem ist es auch wichtig, sich mit natürlichen Lebensmitteln, ja, zu konsumieren, weil das unserem Organismus einfach am besten tut. Ja, auch sonst die ganzen Arbeitsschritte, die er so erklärt hat. Er hatte ja früher ein Restaurant in Alanya drin und er sagte, ja, es ist deutlich mehr Aufwand, auch vom Zeitaufwand her. Ging morgens sehr früh los bis mitten in die Nacht. Und ja, er hat dann irgendwann für sich festgestellt, er würde da irgendwann einmal kaputt davon gehen. Wegen dem hat er sich ja einfach angefangen zu verändern. Die Bananenplantagen dann übernommen. Er hat jetzt so circa 10.000 Quadratmeter Grundfläche, wo er seine Bananen anbaut, in mehreren verschiedenen Gewächshäusern drin. Und ja, das ist alles auf ökologischer Basis. Organisch, sagt man hier vom Anbauverhalten her. Sehr genial, weil es einfach wichtig ist, ja, ein gesundes, anständiges, nicht gespritztes Lebensmittel deinem Körper zuzuführen. Und es geht halt wirklich nur über die organische, biologische Anbauweise, wie sie hier bei ihm praktiziert wird. Dass das Ganze schon auch Arbeit ist und nicht nur Bananenpflanze, ein bisschen gießen, gucken, dass ein bisschen Wärme mit reinkommt, lüften, aufmachen, zumachen und dann kommen und Bananenstaude abschneiden, ernten und Geld verdienen, ist es natürlich nicht. Auch der Aufwand ist hier dementsprechend groß, den er betreiben muss. Aber er sagt für ihn viel angenehmer. Er muss zwar auch arbeiten, aber er hat nicht mehr den Stress, den ganzen Aufwand mit Vorbereiten. Das ist so ein Ablauf, den er einfach nur noch begleitet. Er sagt, so in den Sommermonaten geht es natürlich schon sehr früh los, so um 5:30, 6 Uhr morgens. Und dann geht es bis ungefähr 11 Uhr morgens. Und dann sagt er, ist es auch erreicht, weil durch die Bewässerung, die Luftfeuchtigkeit, die da aufsteigt, das ist quasi wie, weil du dich in der Sauna aufhältst.
Er sagt, er hat dann schon so Temperaturen 60, 70 Grad oder so zwischen 50, 60, manchmal sogar ein bisschen drüber noch, ein Grad in seinem Gewächshaus. Dann kommt natürlich noch die hohe Luftfeuchtigkeit dazu. Und ja, er möchte sich das selber und seinen Mitarbeitern dann natürlich nicht zumuten, wegen dem früh anfangen und früh Feierabend machen. Auch schön. Ja, er sagt ja auch immer wieder, er kann jetzt ungefähr zweimal im Jahr ungefähr ernten. Das ist auch immer so getimt, dass nicht alle Bananen zur gleichen Zeit fertig sind. Das ist ja auch so der ewige Kreislauf. Er hat dann ständig wieder ein bisschen Arbeit. Er hat sein Einkommen für sich, seine Freunde, Bekannte, seine Mitarbeiter, die da dabei sind, ihn da unterstützen, bei ihm arbeiten. Und ja, er sichert seine Existenz, die Existenz der ganzen Leute um ihn herum natürlich auch ab. Ist auch wieder sehr schön, das gemeinsame Miteinander, das hier stattfindet. Jeder bietet dem anderen irgendwo ein bisschen was an. Natürlich müssen die Jungs schon kräftig arbeiten. Er sagt, so eine Bananenstaude ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber die haben dann schon so zwischen 40 bis ungefähr 60 Kilo. Der eine steht unten, hat sie auf der Schulter, der nächste schneidet sie dann mit dem langen Messer oben ab und die werden dann abtransportiert. Er hat seinen Verdienst. Er verkauft sie dann weiter an die Bananenfabrik, auch hier im Ort, die denen das dann ganze Sachen aufarbeiten, reinigen, kleiner schneiden, verpacken in die Kartons, dann geht es weiter auf den Markt, der auch damit beliefert wird, oder an irgendwelche großen Märkte. Große Lebensmittelketten, denke ich mal, wird das auch so sein. Vielleicht geht noch ein bisschen was in Export. Da kennt er sich nicht drüber aus. Für ihn ist es nur wichtig, sein Arbeitsschritt, dass der komplett zu 100% sauber abläuft. Dann geht es weiter in die Bananenfabrik und dann ist es für ihn auch erledigt. Er kümmert sich um sein Business und lässt das Business von den anderen Leuten einfach in Ruhe. Alles richtig gemacht, sage ich nur, Daumen nach oben. Kümmere dich, um deine Aufgabe und lass die anderen Leute ihre Aufgaben erledigen. Ja, wie gesagt, sehr hilfsbereit, auch die Kommunikation, dass er das wirklich auf Deutsch rübergebracht hat. Wirklich Hut ab. Jeder andere hätte gesagt, wenn du irgendwie was darüber erfahren möchtest, über so einen Rundgang, über meine Plantage, entweder du übersetzt es nachher für deine Leute selbst. Oder du hast dann einfach irgendwo Pech gehabt. Wegen dem auch wieder sehr nett, sehr hilfsbereit, sehr zuvorkommend die Leute. Vor allem sehr spontan, wie man ja festgestellt hat. Ja, passt gerade, kommt, sitzt rein, wir fahren rüber, machen das. Wirklich sensationell, total cool die Leute. Total kommunikativ, auch wenn man irgendwo so ein bisschen die Barriere hatte. Man findet immer wieder die passende Lösung, man tauscht sich da einfach aus, bis man wirklich das Ergebnis hat, dass es auch optimal und richtig kommuniziert werden kann. Wegen dem auch nochmal das kurze Video, wegen der Erdwärmegeschichte, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich finde es wieder total cool. Mir war es wichtig, das mit euch mal zu teilen, wie der Ablauf hier ist, wie das alles hier so produziert wird. Die ganze Sache einfach euch mal zu erklären. Wegen dem, wenn ihr das nächste Mal eine Banane esst, wertschätzt es, die Arbeit, der Aufwand, der betrieben wird, dass ihr so ein geniales, vitaminreiches und leckeres Lebensmittel bekommen habt. Ich habe es ja gestern auch wieder gesagt, die Gerüche in dem Gewächshaus drin, es ist wirklich schade, dass man das nicht kommunizieren, rüberbringen kann. Weil die Türe ging auf und dann der süßliche, angenehme Geruch von einer Banane, auch wenn du hier eine Banane isst, das ist was ganz anderes wie in Deutschland oder wenn du dich irgendwo in Europa aufhältst. Das ist geschmacklich eine komplett andere Nummer. Und die Bananen, wie gesagt, der Reifeprozess oder der Nachreifeprozess, das ist so je nach Jahreszeit, denke ich mal, abhängig auch. Zwischen 3 Tage bis ungefähr 1 Woche, dann sind die wirklich perfekt reif.
Und die ganzen langen Transportwege sind hier einfach weg. Wenn ihr euch irgendwo in Deutschland oder Europa eine Banane holt, das kann sein, die ist 1 bis 2 Monate irgendwo unterwegs mit dem Schiff, wird dann in die Container eingelagert, wird dann irgendwo runtergehalten mit Stickstoff, die ganze Sache irgendwo so ein bisschen runtergekühlt, dass sie keinen Schaden nehmen. Und die sind nicht wirklich reif geerntet worden. Hier sind sie definitiv reif. Wie gesagt, der Nachreifeprozess, der findet aber oder muss immer stattfinden. Das ist auch wichtig, dass man das versteht, dass sie noch einfach ein paar Tage brauchen, bis sie wirklich voll die komplette Reife erhalten haben. Aber das ist hier nur ein kurzer Part. Aber das ist bei jeder Banane so oder bei jedem Obst oder bei jeder Frucht so. Die muss immer noch kurz genug nachreifen. Ob du jetzt eine Orange holst, die wird weggemacht, dann liegt die noch 1, 2 Tage und geht erst dann wirklich frei raus in den Handel. So wie mit allem hier. Ja, das war es jetzt noch mal kurz als kleine, ja, Reflexion. Einfach nur mal eine kurze Zusammenfassung, was wir gestern erleben durften, erfahren haben. Einfach nochmal zum das Kommunizieren an euch, dass ihr auch versteht, wie der ganze Ablauf hier ist. Wie gesagt, wenn das nächste Mal in eine Banane reinbeißt, wertschätzt die Arbeit, die Zeit und die Liebe, die da reingesteckt wird, dass ihr ein perfektes Lebensmittel bekommt. Dann würde ich sagen, war es das jetzt mit diesem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, das Video, gerne Daumen nach oben. Abo immer ganz cool. Am besten gleich noch die Glocke drücken, dann werdet ihr immer informiert, sobald was Neues auf diesem Kanal am Start ist. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Falls doch noch irgendwie was offen sein sollte, einfach unten in die Kommentare, dann werde ich drauf eingehen, wenn es anständig ist. Alles andere, wie gesagt, ihr kennt mich, macht für mich keinen Sinn. Für mich nur Zeit- und Energieverschwendung. Für mich stehen nur noch die positiven Dinge im Leben auf dem Zettel, alles andere nicht mehr. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, sonnigen, recht herzlichen und gesunden, erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Peace.